Als der Drehbeginn näher rückte, fragten Clint und Bradley an, ob sie die Kinder und mich besuchen kommen dürften, um einen Einblick in Chris' Familienleben zu erhalten. Die Leute, die das Treffen organisierten, kontaktierten mich daher wegen Hotels. Ich war mir nicht sicher, was das Richtige für sie war. Es gibt ein paar richtig noble Hotels in Dallas und Fort Worth, teilte ich ihnen mit. Das ist nicht so weit weg. Nein, nein, antworteten sie, die beiden wollen lieber ganz in der Nähe untergebracht werden. Luxus ist ihnen nicht so wichtig. Das nächste Hotel ist ein Holiday Inn. Das ist perfekt, mehr brauchen sie nicht. Also kamen die beiden und ich holte sie an einem nahegelegenen privaten Flugplatz ab und brachte sie nach Hause. Sie waren sehr respektvoll und freundlich, überhaupt nicht ungeduldig und sie bohrten auch nicht nach, sondern ließen nur alles auf sich wirken, um zu spüren, was für eine Person Chris gewesen war. Ich zeigte ihnen seine Kleidung und seine Sammlung von Baseballmützen. Sie sollten sehen, dass wir einfache Leute sind und uns Chris' Erfolg nicht verändert hat. Wir redeten und redeten. Als wir alle eine Pause brauchten, ging Bradley nach draußen und spielte ausgelassen eine Runde Fußball mit meinem Sohn, meiner Tochter und meiner Freundin Karen, die über das Wochenende bei uns war, um mir mit den Kindern zu helfen. Etwas später kam noch mein Freund Matt vorbei, um etwas mit dem Fleisch der Antilope zu kochen, die Chris vor seinem Tod geschossen hatte. Das Antilopenfleisch ist sehr mager und gesund und Matt, der auf Wildgerichte spezialisiert ist, hat das Talent, es so zuzubereiten, dass eine echte Gourmet-Mahlzeit daraus wird. Da Bradley nach dem Abendessen Appetit auf Eiscreme hatte, fragte er, gibt es hier in der Nähe eine Eisdiele? Wir haben ein Dairy Queen Schnellrestaurant, sagte ich, nahm aber an, dass er etwas Gehobeneres vorziehen würde. Echt? Das ist ja toll. Bradley klang wie ein kleiner Junge, der gerade gehört hat, dass der Nikolaus auf dem Weg nach Texas ist. Es war einfach reizend.